Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Fulltime-Map. Yeah, ist vollbracht. Alter, ich bin hier nur ganz schön hin und her gebrackelt, du. Aber Checkhorgen haben wir auch erledigt. So, jetzt bringen wir das Moped eben zum Hof, stapeln noch zwei, drei Ballen drauf und stellen hier hinter die Scheune eine Wand. Ich hoffe, dass mein Plan funktioniert, du. Ja, Bär, wir werden sehen. Dann können wir das Moped nämlich zurückgeben und dann, wieder was geschafft, ne? Jetzt wird es aber auch rapide dunkel, aber ich wollte ganz gerne um fast Gülle fahren, du. Ja, klar. Noch geht's hier, ne? Deswegen möchte ich mal sehen, wie der Schlüter sich von Gülle fasst, ne? Aber wie gesagt, eben das Ding dann, das hier können wir dann zurückgeben, dann schmeißen wir den eben an den Güllewagen. Dann fahren wir noch Gülle. Und fertig ist es fertig. Weil ich weiß nicht, wie das mit Regen sich nächsten Winter verhält. Wenn wir nur so ein schmales Zeitfenster haben, weißt du, wegen Kompost und so. Dann müssen wir auch nochmal vorbeigucken eigentlich. Dann ist das nicht so einfach, ne? Müssen wir uns nichts vornehmen. Wir haben auch echt viel Gülle zu fahren. 7 Wiesen nächsten Winter mit Gülle fahren und das sind. Keine kleinen Wiesen, ne? Also von da her. Kasalle. Wie sieht man sie schön? Guck, Wolfgang ist auch noch am Licht. Das ist schon fast dunkel und die sind immer noch an den Latsche rum hier. Nein, die haben auch nichts vor. Ich dachte, ich gucke mal im Urlaub Fernsehen oder so. Nee, ich mag den nicht. Oh. Ja, gerade zum Stehen gekommen, Uschi. Ja, ich habe die Türen zugemerkt, ne? Von wegen die Kälte und so. Ja, da steht noch unser Gespann an. Das können wir auch nächsten Winter noch da beiseite holen. Oder im Dunkeln. Das ist ja kein Problem für uns. Hier eben noch kurz aufgeräumt so ein bisschen. Stellen wir da so einen Ballen hinter der Scheune, ne? Aber da ist das hier mal aufgeräumt, ja. So ist der Plan. Brauchen wir eh nicht alle, ey. Das wird nur ein Drama, du. Da denn rumgeruppelt. Stellen wir die da hinten dran. Nummer Z, Nummer C. Dann sehen wir auch was. Guck mal, dann sind die jetzt so ein bisschen aufgeräumt, ne? Kriegen wir vielleicht mit dem Woidemann da weg, ne? Hier, Garage. Wir müssen da auch hin. Den haben wir immer noch gemietet. Naja, ist egal. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Eine Bombe hinter. Guck mal, so sieht es besser aus. Ein bisschen aufgeräumt, ne? Ein bisschen. Wir haben nicht gesagt, richtig aufgeräumt. Gesagt, ein bisschen aufgeräumt, ne? Ich glaube, hier ist so ein bisschen was drin, ne? Ich meine hier. Oh, wir kriegen so langsam Mist. Fahren wir jetzt ins Tor, da lohnt mich. Ich brauche ein Bildchen. Ruck! Nee, dann war ich bin fertig mit dem Brötchen mit der Luft. Noch unten. Moin, Kreissägen Willi. Alles fit? Schön, schön ist Ding. Man muss freundlich sein zu Kreissägen Willi, ne? Sonst fing das ab, ne?
Man muss so freundlich sein. Ich könnte jetzt einen Spruch lassen, aber nee, darf ich nicht. Nee, ist nicht. Nee, ist nicht FSK 16. Ist nicht auch nicht mal FSK 18. Wenn du den nicht verstehst, dann weiß ich auch nicht. Deswegen lassen wir das dann wieder. So, Heide Witzke. Danke mir erst zu dir. Er hat mich angerufen. Steckt schon unter der Spalte. Kannst du nicht heute noch ein Fass fahren? Oh, kein Problem, Kollege. Für dich mache ich alles. Weißt du? Ich bin halt. Muss dich auch gut halten mit dem Viehhändler, ne? Wenn du dann mal günstig was haben willst. Guck mal, hier ist ein Ballenverkauf, ne? Das zeig ich dir nicht an. Das ist so ein Ballenverkauf, oder? Jetzt sehe ich immer. Was ist das hier? Mach mal eben, hat er. Stroh und Heu, wenn du Stroh und Heu da. Einlager. Okay. Das ist ein Wallenverkauf. Warum zeigt ihr dann nicht an, dass wir dafür Torlas kriegen? Ist schon komisch, ne? Schon voll? Tatsache. Nur Apfel. Vielleicht kriegen wir auch noch zwei Fass gefahren. Ne? Ohne Schwung. Zu kämpfen. Ja, dann bräuchtest du jetzt so eine Lastschaltstufe, ne? Das wäre schicki fein. So. Einmal unterteilen, ne? Das wäre schon cool. Ne? Aber könnte ich alles haben gegen, ne? Die müssen ja auch ab. Schicker am Schwung, ne? Er macht sich ins Höschen. Ist aber auch eine Rampe, du. Jetzt haben wir es wieder. Look. Sag mal, wo fangen wir den an mit Gülling hier? Sind ja ein paar Meter. Da haben wir doch auch gemäht. Nee, da haben wir vorher gemäht gehabt. Richtig? Nee, haben wir da nicht auch losgeschnitten gehabt da hinten? Ich meine wohl, ne? Die große Wiese haben wir doch jetzt erst gemäht gehabt. Nee, die hatten wir schon. Wir müssen hier noch eliminieren. Hier. Und gut, dass wir eben hier sind. Lass mal eben hier in den Stall gucken. Boah, der Mischfang steht hier auch noch. Mischfutter. 11. Wasser ist noch okay. Gülle, Kälber, 0. Okay. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Kein Problem für uns. Der arme Kreis in Willi, aber nützt nichts, du. Zoll muss raus. Das nützt nichts. Kreissägen Willi, der kann das wohl ab, du. Ich mach mir eher Sorgen um diese Kollegas da. Die sind da nämlich ein bisschen penibel. Aber ich glaube, die sind schon im Bett, deswegen fahren wir ja hier in dunklen Gülle, ne? Sicher ist sicher. Das
Alter, die wieder was zu meckern haben, ey. Die sind ganz schwierige Leute da. Die halten nicht so vom Landwirtschaft, weißt du, so ökologisch. Die sagen, streu doch lieber Mineraldünger, das stinkt auch nicht so. Hallo. Das geht nicht. Dann kommt Greta Thunberg hier vorbei, oder wie die auch immer noch da ist, ne? Die Svenny verklagen. Das geht nicht, geht nicht, geht nicht. Oh, gar nicht stimmt. Sicher, sicher. Nicht, dass die Greta hier mit dem Segelboot vorbeikommt, du. Dann haben wir den Malheur. Die Grande, der den Malheur, du. Ja. Und dann kriegt die mal wieder vom Hof runter. Keine Chance, du. Keine Chance. Dass er jetzt das Handy wegnehmen. Sollen wir mal richtig Licht an? Dann sehen wir auch was. Ein bisschen ist nur ein Fass drinnen. Ne? So noch reichen. Ich glaube, da lagern wir Stroh ein, ne? In die Halle. Können wir dann hier mal fix eben holen im Winter. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, wie viel Stroh das gibt von unseren zwei Flächen, die wir dann zu dreschen haben. Ne? Ich glaube, wie viel wird das mit gehen? So ein Kückerchen machen. Ich hoffe ja schon auf ein bisschen, ne? Ein bisschen den Weg mit besplentern. Dann staubt das nicht so, wenn der drüber fährt. Wenn der Gülle drauf ist, du. Das glaubt, wird sehen nicht, ne? Langsam drüber geschlichen. Oh, ehrlich, ne? Im 17er kannst du noch schön in der Innenansicht gefahren. Ne? Das liebe ich. Weil du es vernünftig siehst. So, Zöpfele eben ausmachen. Fahren wir eben ein paar Meter über die Gülle, ne? Eigentlich macht man das ja nicht, wisst ihr ja. Wenn wir da wie so nette Nachbarn haben. Fahren wir dann auch direkt darüber raus, ne? Weil wegen Sicherheit und so. Dann können wir morgen früh mal gucken, was da so auf der Straße liegt. Man muss die Nachbarn bei Laune halten. Wir hatten auch echt früher ein Stück, da waren Leute, die haben nur das Güllefass gesehen, dann hingen die schon da unten an der Mauer. Das muss aber eingearbeitet werden sofort. Schickifoni. Das ist, wenn die dann auch gemäht. Daneben hatten wir ein Grünland. Das war auch nicht weit weg. Ja, dann ein Jahr habe ich das fast genau in die Spitze geschoben und genau in der Ecke aufgemäht. Da kamen die direkt angerufen. Alter, nein, ey. Ich habe auch gedacht, die armen Willis, ey. Echt, bis in der Ecke. So eine richtige Spitze. So ist sie gewesen, ne? So, ja, sieht man schlecht. Extra noch mal in die Ecke reingeschoben, ne? Da bin ich ja Kumpel in der Hinsicht. Ich habe mir gedacht, ne? Da muss ja auch was wachsen, ne? Ja, ja. Haben die sich gefreut. Ich mich auch. War mal shitty boy. Solche Leute muss bei Laune halten. Wie kommen wir denn da hin? Wissen sie nicht auf dem Land wohnen, oder? Achso, wir wollten da lang rausfahren, habe ich gesagt, ne? Echt, solche Leute, du. Dann fahren wir eben hier langsam lang. Können die Gülle hier besser von der Straße nachher? Weißt du, nicht, dass die noch auf der Hauptstraße da drauf kommen. So, Reifen selber, Apfel. Oh ne, fahr mal lieber langsam hier lang. Und der schläft schon. Der Guckkreis sehen will, ist alles dunkel, der schläft schon. Die wollen nicht so schnell. Also schnell lang fahren. Der braucht seinen Schlaf. Hast du das jetzt vergessen, wenn der keinen Schlaf kriegt, der.
Rede und Mupfen. Man muss die Leute auch mal schlafen lassen. Ulla! Moin! Ja, die waren noch weg. Ab und zu immer grüßen. Ich hab die schon mal erzählt. Die hat bei uns früher gemolken. Dann hatten wir eine Kuh zu viel. Da ist sie ja nicht mehr gekommen. Seitdem ist ja Helga in Stein. Aber vielleicht kommt die Ulla noch mal vorbei, wenn wir freundlich sind, wenn Helga Urlaub hat. Und merkt dann bei uns, ne? Das ist ja auch, wenn die Leute freundlich haben. Das ist für so ein Leben, liebe Leute. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.